Kommt halt auf die Größe an. Ich glaube, wenn ich wirklich eins für unter Tastatur und Maus haben will, unter den Armen, 40 Euro oder so. Okay. Das macht bei mir keinen Sinn, weil dann wird mein Laptop noch warmer. Ach so. Ja. Oder man zieht sich einfach den Handschuh an. Ja, aber dann, da fehlt dann das Gefühl in den Händen. Ich habe das schon mal probiert mit so diesen Fingerhandschuhen vom Fahrradfahren so. Aber selbst da, da geht das Gefühl aus den Fingern weg. Fühlt sich alles total komisch an. Die ist unten. An der Ruine. What? Bin schon durch die Mauer gelaufen. Dann. Cypress oder Pigeon? Ah, Cypress gehen. Da ist der Ausgang auch direkt daneben. Ich orientiere mich eigentlich meistens an den Ausgängen. Weil wenn irgendwas schon weit weg vom Ausgang ist, dann will ich meistens gar nicht erst dahin. Nicht, weil ich selber dann da nicht fighten kann oder so, sondern einfach, weil alle anderen nicht fighten wollen. Immer nur rumsitzen. Ist mir kein Schuss gefallen, oder? Glaub nicht, ne? Die ganze Zeit die so flimmernde Schatten da im in Pitching. Die ganze Zeit denke ich, da ist irgendwas. Daneben. So viel mit dem Kopf rumgewackelt. Ach, das ist oben. Auf dem Ding drauf. Wir können ja, wenn der Boss nicht hier ist, direkt weitergehen. Ja. Aber ich glaube, ich habe sie gehört. Ja, ich bin es hier. Okay. Und das weiß. Ich habe eine Sticky dabei. Mhm. Ach shit, das Pferd habe ich nicht gesehen und nicht gehört. Natürlich vorbeigelaufen, was sonst. Ich hab's gehört. Klonk!
selbst getroffen. Und die Krähen hochgejagt. Erfolgreich. Hab leider nur eine Chaos Bomb gelootet. Kommt bestimmt gleich einer aus der aus Osten irgendwo über die Ranch oder über Pitching vielleicht. Muss eigentlich großer Boss und sonst kein anderer hier, ist unrealistisch. Das ist allgemein extrem gut. Ah, da kommt auch schon einer. Okay. Oh. Komm schon. Hit. Einer down. Ich komme mit raus. Der andere ist auch da vorne an diesem Häusen. Bäumen. Der Wallbank in mein Haus gerade. Östlich von mir. Mhm. Ich glaube, der hat sein Teammate schon wieder aufgestellt. Kommen jetzt näher ran. Ja, bei den Bäumen immer noch. Ich werf mal was. Ja. Ich werf auch. Kein Hit. Weiter nach hinten. Oh. Muss mal heilen. Ist auch im Nordosten noch einer. Einer ist hier unten jetzt. Ah, das sind zwei Teams. Schießen aufeinander. Einer tot hier. Also da vorne an den Bäumen wieder. Mhm. So, aus Osten war definitiv auch jemand. Aus Nordosten. Ah, der ist immer noch da unten. Können wir natürlich die Sprünge weitermachen. Ich kann meinen fucking Crossbow halt nicht benutzen auf die Distanz. Ah, shit. Nein! Was? Sascha, warum? Gott, bist du scheiße. Ich hab ihn geflasht, einmal gehittet und dann aber keinen Schuss mehr getroffen. Der war da hinten. Ja, der ist ganz hinten im Wald über die Straße gelaufen und alles. Ich treff nicht, ey. Peinlich. Mach schnell die Spinne. Er hat wieder einen gekillt gerade. Besser. Er hat eine Wetterli, vielleicht Dead Eye oder so sogar. Ich weiß es nicht. Ach, das ist schön. Er müsste jetzt irgendwo im Osten 90 im Wald sein. Doch keiner in Boss-Reichweite bis jetzt. Jetzt ist rot, Achtung. Ach, shit. Das ist ja aus Nordosten, war auch schon, kam auch schon etwas vor.
vielleicht managen? Kannst du ruhig machen. Schieß auf den Fass. Das ist immer noch Südosten. Südosten, ja. Ich schicke vielleicht wieder Wasser. Ja. Ja, ich glaube, der ist immer noch hinten bei den Bäumen da, die Richtung. Ja, habe ihn gesehen. Werf mal eine Chaos-Bomb. Seine Richtung. Oh shit. Headshot, ja. So, welcher Weg ist safe, um nach oben zu gehen? Auf die Leiter. Wahrscheinlich, ja. Mal gucken, bevor ich jetzt einfach loskletter. Oh, shit! Fuck, der wolltet einfach darüber! Okay, also das wollte ich nicht machen, aber gut gegangen. Vetterli und andere Waffe kann ich nicht sehen. Der Kollege liegt hier vorne. Vetterli und Bayonett. Die andere Waffe kann ich auch nicht sehen. Liegt wahrscheinlich irgendwie da drunter oder so, dass man sich... Naja, egal. Wird wohl nichts allzu Gutes sein. Also der White Shirt war auf jeden Fall der, der mich gekillt hat. Pax hatte der glaube ich noch. Ja, die anderen gehe ich jetzt noch nicht looten. Ich bleibe jetzt erstmal hier vorne. Weißt du, wo die anderen waren? Ungefähr? Also ich weiß bei einem auf jeden Fall, wo er liegt. Aber also wo sein Teammate ist, weiß ich nicht. Aber einer müsste hier vorne an den Bäumen tot liegen. Eine Frau mit einem roten Shirt. Wenn sie jetzt schon komplett tot, das Team? Weiß ich nicht. Deswegen sage ich ja, ich gehe nicht direkt looten. Den anderen da draußen. Weil ich nicht weiß, ob sein Teammate im Wald noch irgendwie im Osten sitzt und seinen Kollegen abaimt. Kannst ja mal aufheben, dann checkst du. Gucken wir mal weiter. Anderer Boss hat einer aufgehoben und der scheint sich auch schon zu bewegen. Ja, Boss, alles frei. Frei, okay. Hier vorne gucken. Die eigentlich hier vorne getötet haben eben. Ja, hier liegt eine. Die ich gesagt habe auch lootbar und die hat eine Black Hand, also eine Dual Shotgun und eine Pax. Die Mate wird wahrscheinlich dann auch hier vorne irgendwo gestorben sein. Die aber erstmal auch aufheben und dann. Immer noch clear alles. Also die drei hier vorne hast du, ja? Zwei habe ich. Die Frau, die, also die beiden von dem Team hier, also hier und da. Ja. Und dann liegt einer noch da.
mich genau auf den Ping. Meine, ich hätte aber eben gehört, dass der White Shirt Dude mit seiner Vetterli noch jemanden gekillt hat, aber eher hier in die Richtung so. Vielleicht im Wald. Wo ist denn unser Ausgang? Achso, die andere Richtung. Da gucken wir nochmal kurz im Wald hier, wir haben ja genug Boost. Nichts. Meine, der ist nämlich in den Wald weggelaufen, hat sich da geheilt und hat dann hier irgendwen noch gekillt. Fände ich es wieder gut, wenn ich mit meinem Boost die Leichen sehen könnte. Irgendwie so in grün markiert oder so. Ah, hier. Unten. Willst du eine Uppercut haben? Nee. Lass meinen Crossbow einfach liegen. Nehm dann Uppercut und Dolch. So. Willst du den denn noch looten? Hm? Ob du den noch looten möchtest? Nee, nee. Dann. So, doch den Brückentroll wieder hier. Die anderen gehen oben bei Scupper Lake raus über die Chapel gerade. Ich habe jetzt ganz gar nicht drauf geachtet, was der für eine andere Waffe hat. Aber auch irgendwie eine Vetterli oder so.